Zart am Limit mit Laura Karasek. Heute das Thema Selbstverwirklichung, Menstruation und Geschlechterrollen. Genauer gesagt geht's um die Frage, wo stehen Frauen heute und wo liegen die Männer? Zu Gast sind heute eine Frau, die sich noch mehr schminkt als Laura, über 30 verschiedene Perücken besitzt und die selbst stumpfer Engstirnigkeit mit bester Laune blitzschnell den Garaus macht. Sie steht auf 20 cm Stilettos seit Jahren fest im Travestiebiss. Jurassica Parker. Der Schauspieler und Theaterproduzent Daniel Donskoy. Wer mit 4 Sprachen aufwächst, hat mehrere Seelen in der Brust. Vielleicht mag Daniel deswegen Rollenspielchen und kann deswegen auch als Priester ganz legal Sex haben. Liebe und Sex müssen bei ihm aber auch gar nicht zusammengehören. Romantik und Gitarre dafür schon. Und die Head of Menstruation, Cordelia Röders-Arnold. Sie erzählt uns, warum Periodenblut in der Werbung eigentlich blau ist, was so geil ist an lesbischen Slasherstreifen, modernen Aufklärungsfilmen und Menstruationstassen. Herzlich willkommen zu Zart am Limit. Eine Frau, die sich noch mehr aufdonnert als ich. Es war schwer zu finden. Soll man aber nicht glauben. Ne? Ja. Jurassica, ja. Du nutzt die Qualitäten beider Geschlechter, also im Stehen pinkeln und schön sein wie eine Frau. Als was wärst du lieber geboren? Als Mann oder als Frau? Natürlich als Mann. Ich bin gerne Mann. Ich möchte auch keine Frau sein. Das fragen immer ganz viele, aber ich bin ja nicht Transgender oder so. Ja. Ich stelle nur gerne die überspitzte Version einer Frau dar und mache dadurch Comedy und bringe Leute zum Lachen. Aber ich bin sehr gerne ein Mann. Aber zieh gern hohe Schuhe an. Ich bin gerne Frau und ich hasse hohe Schuhe. Ja. Ich quäle mich, ja. Ich stolper schon barfuß. Daniel, du spielst einen Hochstaplerpriester in einer Fernsehserie. Was wäre für dich im echten Leben schlimmer? Zölibat oder Zuhälter sein? Zölibat. Okay, das war eindeutig. Also sehr eindeutig eigentlich. Ja. Und Cordelia, lieber wie eine Frau untenrum bluten oder lieber wie ein Mann obenrum Haarausfall? Definitiv lieber bluten, weil bluten ist ja sinnvoll. Das ist ja quasi eine Superpower, die dafür sorgt, dass wir uns verdoppeln bzw. verdreifachen können teilweise. Der Haarausfall, und der Haarausfall hat keine Superkräfte, glaube ich. Deswegen. Nee. Aber wenn lieber wir jetzt, wir haben ja heute das Thema so ein bisschen auch Mann-Frau. Wenn ihr jetzt von einer guten Fee einen Wunsch frei hättet und ihr könntet einmal wirklich das andere Geschlecht sein, was würdet ihr anstellen? Was würdest du machen, Daniel, als Frau? Einen Tag? Also auf jeden Fall würde ich gerne Sex ausprobieren als Frau. Also total verständlicherweise, hoffe ich. Also auch wenn nicht verständlicherweise, ich würde es gerne. Okay. Ja, das auf jeden Fall. So ist rätselhaft. Ja, und generell, ich glaube, es wäre mal einfach interessant, weil man spricht ja gerade so viel über Gender. Es wäre einfach, ich glaube, wenn man es am eigenen Leib Sachen erkennt, vor allem Sachen wie gleich Ungleichberechtigung und Unfairness, es wäre eigentlich, glaube ich, gut für jeden Mann, mal einen Tag das im Körper einer Frau zu sein. Mhm, ja. Das denke ich auch. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwann noch hin. Was würdest du als Typ machen, Cordelia? Karriere? Naja, nee. Spaß, nicht Spaß. Also ich pendle relativ viel und bin sehr viel in der Bahn. Deswegen würde ich tatsächlich im Stehen pinkeln vielleicht mal ausprobieren wollen. Das käme einem auch sehr zugute. Ja, es gibt doch diese Dinger. Sind die scheiße? Weiß ich nicht. Wir haben ein wunderbares Spiel vorbereitet, weil wir wollen erstmal testen, wie gut ihr euch mit Männern und Frauen überhaupt auskennt. Mhm. In diesem Fall mit Diven oder Machos. Ich habe Zitate und ihr müsst erraten, ist der Spruch von einer Diva oder von Donald Trump? Also ihr habt auch diese Kellen, genau, ihr habt so Kellen, da ist einmal eine Diva, einmal Donald Trump. Ich lese mal vor, ein Zitat, Donald Trump oder Jennifer Lopez. Es spielt wirklich keine Rolle, was die Medien schreiben, solange du einen jungen und schönen Hintern hast. Du hast recht, es ist von Donald Trump. Es führt einen auf die Fährte, weil man denkt wegen des Hinterns. Ja, ja. Vor allen Dingen meint er selbst, er hat einen jungen und schönen Hintern. Das meint er bestimmt, bin ich mir ganz sicher. Wahrscheinlich meint er mit, das fand ich geil. Er findet alles Hammer, ja. Ja, vor allen Dingen, er hat doch auch gerade den schönen Satz irgendwie gesagt zu den Demokraten, geht doch bitte dahin zurück, wo ihr hingehört, wo ihr herkommt. Und ich habe gelesen, Donald Trump hat deutsche Wurzeln. Lieber Donald, falls du zuschaust, geh bitte nicht dahin, wo du herkommst. Ja, wir haben genug Rassisten in Deutschland. Ja, bitte, bleib da. Geh weg. Gut. Also,
aber wir wollen ja weiterspielen. Donald Trump oder Zsa Zsa Gabor? Oh. Ein Mann mit einem großen Bankkonto kann gar nicht hässlich sein. Also das auf jeden Fall Zsa Zsa Gabor. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ah. Ja. Ja. Sehr gut. Weil so selbstironisch wäre er nicht. Ja. Nee, das hat er gar nicht. Nee. Der denkt, er wäre auch schön, wenn er arm wäre. Ja. Ja, ja, ja. Das ist das Problem. Donald Trump oder Marlene Dietrich. Manche Menschen werfen einen Schatten und manche entscheiden sich, in diesem Schatten zu leben. Ja, würde ich auch sagen. Das war die. Ja, war die. Kennst du das Zitat? Oder? Irgendwie habe ich das schon mal gehört. Ja. Laura? Es war Donald Trump. Nein! Was? I'm sorry. Toll, Cordelia. Oh, toll. Dank. Schön, jetzt haben wir gleich zu Anfang der Sendung Unwissen, aggressive Stimmung. Läuft super. Aber lass uns bei den Dieben bleiben, Jurassica. Ja. Du hast ein Faible für Dieben wie Marlene Dietrich. Warum? Das ist ganz einfach zu beantworten. Der schwule Mann an sich liebt Dieben. Natürlich ausnahmebestätigen Regel, aber wir lieben erfolgreiche, tolle, schön angezogene Frauen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das muss irgendwie schön, genetisch veranlagt sein. Es wäre schön, wenn heterosexuelle Männer sowas auch mal sagen würden, oder? Ja. Es wäre eigentlich... Weiß nicht, ja. Ja, also wenn Männer grundsätzlich sagen würden, sie lieben erfolgreiche Frauen. Ja, das wäre natürlich schön. Aber deshalb gibt es auch, glaube ich, viel, viel weniger Drag Kings, die gibt es ja auch, ja, sie als Männer verkleiden, als Drag Queens, weil wir lieben uns auch, uns als Diven anzuziehen und die halt darzustellen. Das ist irgendwie merkwürdig. Du bezeichnest dich selber als Multimedia-Drag Queen. Wie wurde denn aus Mario Jurassica? Also die Travestie war schon immer in mir drin. Ja. Ich habe schon als kleiner Junge die Kleider meiner Mutter angezogen, bin an den Schrank gegangen und habe ihr Hochzeitskleid anprobiert und so. Und meine Oma, fand das ganz toll und hat mich mal verkleidet und mir Schmuck umgehängt und so. Und dann haben wir so feine Damen zusammen gespielt und haben Kaffee getrunken und so. Und das hat sich dann so verselbstständigt. Ich habe das dann früher erst so neben meinem Job gemacht. Ich habe Kommunikationsdesign studiert und war dann in der Werbung. Und dann habe ich gedacht, irgendwann jetzt mache ich das hauptberuflich. Und das war vor 8 Jahren. Und du hast es nie bereut? Naja, natürlich bereue ich das auch manchmal. Jeder Beruf ist auch mal scheiße. Aber generell könnte ich nicht ohne die Travestie leben. Das ist schon, das komplettiert mich. Gibt es denn so goldene Regeln als Tunte? Was muss man befolgen? Wie wird aus mir eine? Habe ich schon die Stimme dazu. Genug Make-up habe ich. Es gibt Regeln für Leute, die mit Drag Queens oder Tunden, schön, dass du das gesagt hast, darf ich das kurz ausführen? Bitte führ auf. Weil manche zucken ja bei dem Wort zusammen, aber das ist eine Berliner Erfindung aus den 80er Jahren im Zuge der Schwulenbewegung. Da haben viele Schwule sich explizit Tunte genannt, weil es eigentlich ein Schimpfwort ist und sie haben sich das angeeignet und haben sich selbst Tunte genannt. Und deshalb ist es für uns kein Schimpfwort mehr, sondern eine Selbstbezeichnung. Okay. Und es gibt Regeln für Menschen, die mit Drag Queens in Kontakt kommen. Und zwar die goldenen 3 Regeln. Mhm. Und zwar, ich sag's mal auf Englisch, damit es auch wirklich jeder versteht. Erste Regel, don't touch the hair. Second rule, don't touch the hair. Third rule, never fuck that, touch that fucking hair. Und ja. Gut, aber da könnte man jetzt sagen, diese Regel gilt nicht nur für Drag Queens, die gilt auch für Thomas Gottschalk, aber oder auch Donald Trump. Oder auch Donald Trump. Oder auch Donald Trump, genau, stimmt. Ja. Auch da gibt es. Okay, also die meisten wollen jetzt aber nicht deine Haare anfassen, sondern wahrscheinlich eher was anderes. Auch die Haare, ich muss ehrlich sagen, wo wir auch beim Thema Männer, Frauen sind, es ist wirklich immer wieder lustig, wenn ich diese Frau darstelle und es ist so offensichtlich, dass ich keine echte Frau bin. Also allein schon die Stimme sagt's und ich bin irgendwie riesengroß. Was heißt hier die Stimme? Naja, also, ne? Baby. Und du hast ja auch eine sehr tiefe, sonore Stimme. Ich muss übrigens sagen, dass die Stühle wahnsinnig unbequem hier sind. Das könnte man mal auswechseln in Zukunft. Also neue Gläser, neue Stühle. So, wir haben hier einige Anmerkungen ans ZDF, an Neo. Und tatsächlich, wenn ich im Fummeln unterwegs bin, viele, jetzt gerade im besten Falle oder im Generalfall heterosexuelle Männer, die keine Berührungspunkte mit Drag Queens haben, behandeln mich teilweise wirklich wie ein Sexobjekt, so wie vielleicht auch viele Frauen behandelt werden, leider Gottes. Und ich werde übelst angemacht und ich denke mir so, warum? Du siehst doch, ich bin ein Mann in Frauenkleidern, aber es ist denen manchmal wirklich egal. Gehst du so aus? Ja. Also ich gehe beruflich so aus. Privat auch manchmal? Nein.
Das okay. habe ich früher gemacht, aber okay. mittlerweile bin ich froh, wenn ich auch mal privat in Jeans und T-Shirt irgendwie unterwegs ja, sein kann. Und natürlich, dann werden die Brüste angefasst, da wird der Arsch einfach angefasst. So, die fragen vorher nicht, die sagen... So und so. Aber mittlerweile, glaube ich, strahle ich so sowas aus, dass sie sich das nicht mehr trauen. Aber früher ist das sehr oft passiert, ja. Ja, aber da sieht man mal, da ist mal ein Mann, der vielleicht wirklich versteht, wie man sich ja, als ja, Frau total. So fühlt. Ja, ja, total. Also... Also man kriegt ja dann auch gerne mal über Social Media. Ich habe jetzt gestern erst so eine Nachricht bekommen über Instagram. Liebste Grüße an Sie, hat mich gesiezt. Ich würde Sie gerne käuflich erwerben. Also es ist, aber ich finde das gut, dass auch mal, ja, aber ist das nicht hart? Aber voll. Es gibt ja hart, aber höflich. Hart, aber höflich, genau. Das stimmt, ja. Aber er hat mich gesiezt. Mensch, da möchte ich unbedingt drauf eingehen. Ja, ja. Das reizt mich total. Du hast du falsche Brüste. Es gibt dazu eine Geschichte zu deinen Brüsten. Und zwar, ich war irgendwann mal Backstage auf einer Veranstaltung und da stand so ein kleines Geschenk für mich, da stand Jurassica drauf und ich machte das auf und da war ein Karton drin mit einem Zettel und da auf dem Zettel stand drauf, liebe Jurassica, ich bin ein großer Fan von dir und meine Mutter ist neulich an Brustkrebs verstorben und ich habe im Schrank diese Brustprothesen gefunden und ich will die nicht wegschmeißen, weil die meiner Mama gehört haben und du brauchst sowas, weil du brauchst falsche Brüste, ich würde sie dir gerne schenken. Oh. Und dann dachte ich erst so, komisch jetzt irgendwie, außer so die Brüste einer Toten. Und dann, naja, das ist eine absurde Geschichte, aber auch total süß von der Person, dass er die nicht wegschmeißen konnte, weil es seiner Mama gehört hat. Und voll die Ehre. Sie leben jetzt in, an dir weiter. Sie leben jetzt in mir weiter. Das finde ich richtig cool. Das ist cool. Das ist voll schön. Ja. Wenn du Jurassica unterwegs bist, erlebst du dann auch Anfeindungen? Also erlebst du richtig... Ja, also zum Glück nicht oft. Das liegt, glaube ich, auch wieder an meiner Körpergröße von 2 Metern, dass Leute wirklich Respekt vor mir haben. Stimmt, kannst du direkt... Ja, ich habe mich noch nie gekloppt oder also ich weiß gar nicht, wie das geht. Gott sei Dank. Nee, ich möchte auch gar nicht. Nein. Und, neulich wurde ich aus einem Auto, das an der Ampel stand und da waren irgendwie so 4 Halbwüchse drin, die sich irgendwie gerade... Die Eier schaukelten gegenseitig und da stöckelte ich vorbei, weil ich von einem Job kam, es war so 18 Uhr und dann spuckten die halt aus dem Auto auf mich und haben halt dann gebrüllt, scheiß Transe, geh sterben und sowas. Ja, oder ich fick deine Mutter, ist das Typische natürlich, oder auch komm, blass mir ein, alles Mögliche. Aber ich finde, anspucken geht halt so gar nicht. Alles andere geht auch. Alles andere ist voll okay. Nein, super das nett. Ja, aber ich finde, das hat nochmal so eine andere Wertigkeit. Ja, anspucken. Das ist ja, aber das ist so krass, dass das passiert. Also, wie nimmst du dir das zu Herzen? Total, setzt dir das zu? Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ach nein, das perlt an mir ab wie ein Teflon. Man gewöhnt sich leider Gottes tatsächlich ein bisschen dran, ja. Aber ich sitze manchmal zu Hause und heule ein bisschen in mich rein, weil mich das dann doch schon sehr verletzt. So, ja? Jetzt ist es so, du brauchst wahrscheinlich auch ein Weilchen, um dich fertig zu... Also selbst bei mir, ich bin eine Frau, ich gehe auf die 40 zu. Meine Zeit in der Maske dauert länger als die eigentliche Show. Von wem hast du es gelernt, dich so zu schminken? Das kann man ja jetzt nicht... Ehrlich gesagt, von niemandem. Es gibt in der Drag-Queen-Szene gibt es so eine Art Mentorenprogramm, nenne ich das mal. Mhm. Also wir suchen uns Mütter, die uns alles beibringen. Wir Wie nennen sie auch dann das ganze Leben lang wirklich Mutter und Tochter. Ich habe eine Tochter, der ich alles beigebracht habe, eine Drag-Tochter. Ich hatte nie eine Mutter, das hat sich nicht ergeben. Ist schon okay. Es gab damals auch noch keine YouTube-Tutorials. Es war irgendwie Anfang der 2000er, als ich angefangen habe. Und da habe ich halt irgendwie Zeitschriften durchgeblättert und habe geguckt, wie das so, wie die geschminkt sind, die Frauen. Das sah natürlich grauenvoll aus die ersten Jahre lang, aber man gewöhnt sich dran. Nicht großartig. So, wir haben was Schönes gemacht. Wir haben uns nämlich umgehört, wie es so um das Geschlechterwissen steht. In der Großstadt in Frankfurt. Kurze Frage, Daniel, weißt du, was Fellatio ist? Ich sag mal so viel, es ist keine italienische Oper. Wir haben vorhin darüber gesprochen in der U5. Ich weiß, was Fellatio ist. Ah, die U5! Er weiß es. Mal sehen, wie aufgeklärt die deutsche Nation ist und was sie so wussten. Ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen im Pornobus. Ich möchte jetzt wissen, was Sie über Frauen wissen. Wie lange ist eine Frau in der Regel schwanger? 12 Monate. 12? Was? Ja. Bin schwanger? 40 Wochen. Alter. Respekt, mein bester Freund ist gerade schwanger. Also, ehrlich. Wie groß ist die Menge an Ejakulat beim Samenerguss? Wie viel? Das Glas hier, oder? Milliliter, Gramm, was möchtest du? Liter. Wenn der die ganze Woche nicht hat, kommt da mehr rausgeschossen. Man denkt immer so, wo kommt das alles her? Für was steht die Abkürzung PMS? Please make sex.
Peripheres Muskelsystem. Das könnte sein. Venus Menstruationsstörung. Dass man nicht bumsen kann, weil man seine Tage hat. Wie schmeckt Sperma? Noch nie probiert. Was glaubt ihr, wie es schmeckt? Neutral. Was heißt neutral? Wie Wasser? Wie Milch? Auffällig ein bisschen salzig. Es ist nicht lecker, es ist nicht eklig. Es hat wenig Kalorien, nur Proteine, Low Carb. Was bedeutet Cunnilingus? Kuni. Willst du uns verarschen? Lingus. Lingus ist, glaube ich, der männliche Penis. Kuni. Der weibliche Penis heißt dann Linga, oder was? Kann man untenrum machen. Cunnilingus. Was bedeutet Fellatio? Fellatio, ist das eine Torte? Fellatio hört sich aber gut an. Das ist was Nettes, eine schöne Freizeit. Einfach mal so Oralverkehr. Verkehr. Fellatio, Miracoli ist fertig. Blowjob. Mädels, ihr wart super. War gar nicht so blöd, wie ihr aussah. Wie heißt das? Fellatio. Komm, das sagen wir einmal. 1, 2, 3. Fellatio. Das ist gemein geschlagen. Oh, mein Favorite war Lingus ist der männliche Penis. Und Linga, ist, das war genau der männliche Penis. Aber was ist denn der weibliche Penis? Achso, ja, okay, doch, dann die Klitoris. Aber ich war überrascht, die Leute wussten doch mehr, als ich gedacht hätte. Also vor allen Dingen die Typen. Ich wollte nämlich eigentlich so eine schön sexistische, so ein Video machen, um zu beweisen, Männer haben keine Ahnung. Es ist mir nicht ganz gelungen. Ja. Du hast deinen Job geschwissen, Cordelia, deinen sicheren Job bei Beiersdorf, um dich diesem Thema zu widmen. Menstruation, warum? Ja, ich hab mich damals gefragt, warum die Periode eigentlich so ein großes Tabu ist. Gleichzeitig war ich in einem Job, in dem ich so einmal im Monat ziemlich starke Krämpfe hatte. So, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, aber wie wenn so ein Handrührgerät sich durch den Unterleib seinen Weg bahnt. So ungefähr. Wer kann das hier nachempfinden? Ja, so ein kleiner Handmixer. Und hatte dann immer so ein bisschen Schwierigkeiten zu sagen, was los ist. Und habe einfach dann gesagt, ich habe Kopfschmerzen oder habe mir irgendwie 15 Ibos reingeschmissen. Mhm. Und habe mich wirklich jeden Monat einmal gefragt, warum das eigentlich so ist. Also warum man nicht sagen kann, ich komme heute nicht, ich habe meine Tage, sondern sagt, ich habe Kopfschmerzen, Migräne, sogar Magen-Darm war lieber als Periode. Ich bin meistens zur Arbeit erschienen, mit viel reingedröhnt. Mhm. Aber habe immer mich gefragt, warum ist es bloß so? Warum kann es was geben, was unsagbar ist? Du hast dann unter dem Hashtag kein Luxus, es gab dann eine Riesenaktion. Was genau, du hast einen wirklich großen Stein ins Rollen gebracht. Wie ging das los und worum geht's da? Ja, also ich verdiene immer noch gut, also ich kann mich nicht beschweren, aber es war natürlich ein großer Step, vor allem vom hanseatischen Großkonzern ins Berliner Kondom-Startup mit Umzug und so. Das war schon schwierig, das meinen Eltern auch zu erklären. Mama, ich mache jetzt Kondome. Ja. Genau, genau. Und wir haben uns dann, da gab es auch schon Bewegungen letztes Jahr, zwei Hamburgerinnen, die eine große Petition gestartet haben zum Thema Mehrwertsteuer. Wir zahlen ja auf Periodenprodukte 19% Mehrwertsteuer, obwohl es in Deutschland einen Steuersatz gibt, einen gesenkten Steuersatz, einen ermäßigten Steuersatz für Produkte bzw. Dinge des Grundbedarfes. Und da gab es eben schon vor einem Jahr Bestrebungen, das in Deutschland eben auch zu ändern. Und wir haben uns gemeinsam mit einem Magazin in Hamburg zusammengetan, um das weiter voranzupushen und haben eine Petition beim Deutschen Bundestag gestartet. Und dort tatsächlich innerhalb von 4 Wochen 80.000 Unterschriften zusammengesammelt. Mega geil. Richtig geil. Cool. Also ich habe da jetzt ein bisschen natürlich recherchiert. Du hast nicht nur prominente Unterstützer. Jan Böhmermann, Charlotte Roche, Lena Meyer-Landrut, Caroline Kebekus hat sogar ein Menstruationsvideo gemacht, in dem sie auf einem Tampon reitet. Erlebst du es aber auch, dass die Leute sagen, ist das Thema jetzt wirklich so wichtig? Das ist doch ein Luxusproblem. Also kriegst du auch so Negativkommentare? So müssen wir jetzt wirklich dafür kämpfen? Ja, voll. Ja? Total. Also natürlich in unserer Ecke sehe ich das nicht, aber auf der Seite, zum Beispiel, wer da nochmal nachschlagen möchte, auf der Seite des Deutschen Bundestages, gibt's schon den einen oder anderen, der sagt, also jetzt reicht's aber mal. Habt ihr nicht schon genug, ihr gierigen Weiber? Genau, ja, habt ihr nicht schon genug? Oder wir haben ganz andere Probleme, aber das ist ja quasi so ein typisches Phänomen, bei dem man ganz klar sagen muss. Aber wäre das nicht eigentlich ein Bestreben, dass es eigentlich sozusagen wie umsonst ist? Das wäre natürlich das Beste. Ich meine, Klopapier, stell dir mal vor, jeder würde einfach sein eigenes Klopapier immer mit in jede Toilette bringen müssen.
Ja. So wäre das. Ja, ja, klar. Das ist doch absurd. Total. Wenn, ja, absolut. 100%. Es gibt doch auf Hotelzimmern, es gibt das Unnützeste, was es gibt. Auf Hotelzimmern liegt eine Badehaube. Aber kein Tampon. Nee, nie. Gibt's, krass. Aber es ist nun wirklich so, es ist immer noch ein krasses Tabuthema. Also man würde eher, sag ich mal, wenn man in einer Runde sitzt, ein Kondom über den Tisch werfen als ein Tampon, ja, oder? Absolut. Aber warum? Was, wie können wir das ändern? Dass wir uns dafür nicht genieren. Also das ist tatsächlich, interessanterweise existieren wir, glaube ich, seit 2,8 Millionen Jahren. Also wir können davon ausgehen, dass wir auch schon so lange menstruieren. Und der ganze, der Zyklus, also wie der Zyklus abläuft und was genau passiert, das ist erst seit 150 Jahren erforscht. Das heißt, in der Zwischenzeit, zwischen den 2,8 Millionen Jahren vorher und vor 150 Jahren, haben sich leider zu viele männliche Wissenschaftler zu viele Gedanken darüber gemacht, was die Periode sein könnte. Es gab zum Beispiel Hippokrates, der gesagt hat, die Frau ist undicht und deswegen läuft sie einfach aus. Und derer Art ist zum Beispiel in der Bibel steht auch geschrieben, im dritten Buch Mose des Alten Testamentes steht geschrieben, dass eben die Frau, die ihres Leibes Flusses hat, also menstruiert, ist 7 Tage unrein. Und wer sie anfasst, ist unrein, worauf sie steht, ist unrein und mit wem sie spricht, ist alles ist unrein. Und tatsächlich hat sich das bis heute so wacker gehalten, dieses Gefühl. Heute sehen wir noch in unserer Community, dass teilweise Großmütter ihren Enkelin noch sagen, du darfst keine Marmelade einkochen, wenn du deine Periode hast, weil das funktioniert nicht. Also diese ganzen Mythen, die wirklich in der, die in Jahrzehnten, Jahrtausenden quasi aufgebracht wurden, um zu erklären, warum passiert die Periode, bis man vor 150 Jahren endlich herausfand, was genau wirklich passiert. Aber das war nicht zuträglich leider und darunter leiden wir noch immer unter all diesen, ja, all diesen Mythen und all diesen... Vor allen Dingen, ich finde es so absurd, jede Frau kennt es, wenn man einen Tampon braucht, ist es wirklich wie so eine Drogenübergabe am Tisch. Also wie man hat so eine Faust, ja, und die Knöchel werden so weiß. Hast du einen? Ja. Gib mal rüber, ja. Und es ist wirklich, man geniert sich. Und es ist auch immer so, in der Handtasche, wenn dir die Handtasche umfällt, es kullert nie der teure Lipgloss raus, nein, sondern immer natürlich der Tampon. Ja. Woher kommt denn das? Weil also, sagen wir, wenn jetzt am Tisch jemand einen Tampon übergibt, dann stört es ja fast nie eigentlich die anderen, sondern es ist ja wirklich drinne verankert, dass das ein Problem ist. Aber interessanterweise sagen oft Nicht-Menstruierende, wie du jetzt zum Beispiel, ist das ein Tabu? Das ist super interessant. Das ist wirklich interessant. Also, weil ich, das heißt, dir ist es gar nicht so bewusst, dass das ein Problem überhaupt ich ist. Also ich habe die Problematik, also ich habe auch gelesen, was du machst und sowas und das mit der Besteuerungsmittel, das wusste ich nicht, das ist krass. Aber ich fand das nie, also jemand menstruiert, dann menstruiert er halt. Ja. Das ist halt so, das ist so, also das weiß ich. Ja. Und dann ist es halt, dann habe ich mich nicht mehr damit befasst. Ja, und die Menstruierenden sind eben damit aufgewachsen und haben gelernt, das ist was ganz Privates, das, darüber redet man nicht. Das Blut ist auch nicht rot, sondern in der Werbung ist das ja blau. Aber es weiß ja auch da jeder Mann, da fragt man sich ja auch schon als Kind, dass so eine Werbung sieht. Ja, stimmt, auf dem was auf ist mit mir? Ist ja blau, stimmt. Bei mir ist das aber nicht blau, oh stimmt, Gott. Always Ultra und dann kippen die so Wasser drauf und dann spritzt das alles so. Inzwischen ist es lila, wir lila. Kommen der Sache langsam näher. Okay. Okay. Danke, dass du dich diesem Thema widmest. Finde ich echt, also richtig cool. Daniel, du wirst vielleicht später noch hypnotisiert, aber du hast ja in Moskau gelebt, in Tel Aviv, in Berlin, in London. Wo lässt es sich denn am besten feiern, leben, sich verlieben? Und Sex haben. Ranke mal. Okay, feiern auf jeden Fall in Berlin. Sex hatte ich noch nie in Moskau. Okay, kleine Aufforderung hier an unsere russischen Zuschauerinnen. In London lässt es sich wundervoll leben, in Berlin auch. Und Tel Aviv hat so sehr, sehr viel von allem zusammen. Da kann man super feiern, super essen. Ja, und alles andere auch. Du musst dich nicht entscheiden. Okay. Wir sind nicht bei Herzblatt. Okay. Du musst dich nicht festlegen. Danke. Du bist aber hier, du hast auch schon in London gespielt, aber du bist hier in Deutschland vor allem bekannt geworden durch die Serie St. Mike. Du hast auch schon im Tatort gespielt, du hast gerade deinen ersten Kinofilm gedreht. Du bist aber auch noch Musiker, auch das noch. Was hilft beim Abschleppen mehr, Schauspieler oder Musiker sein? Ja, Gitarre auspacken kann schon helfen. Ah ja, wie gut, dass du sie heute noch auspacken musst. Also ich merke schon, wir müssen konkreter werden. Bitte. Bei den Dates und den Frauen. Ich hätte ja umsonst Jura studiert, wenn ich nicht dich ins Kreuzverhör nehmen würde. Beziehungsweise wir spielen ein Spiel, ein Zart am Limit Spiel. Karaseks Kuss Korb Coitus heißt das Spiel. Okay.
Ich stelle dir drei Alternativen und du musst zuordnen. Kuss, ja. Korb, ja. Coitus. Also okay. Geschlechtsverkehr, knutschen und einen Korb geben. So, wo sind denn die schönen Damen? Also, Paulina Roginski, Helene Fischer, Sophia Tomala. Korb, Helene Fischer, Kuss, Tomala und Paulina. Echt? Hallo. Yeah. Ja. Wir sind beide draußen. Ich hatte noch nie Sex in Moskau, verstehst du? Ach so, clever, du denkst gleich mit. Jetzt haben wir drei Männer, Elias Mbarek, Matthias Schweighöfer und Mark Forster. Hm. Sei froh, dass wir Andi Scheuer rausgenommen haben. Und beim Coitus, wer ist um? Also das wäre wichtig für die Entscheidung. Das so. Kannst du selbst bestimmen. Okay. Puh. Weiß ich nicht, die gucken gerade alle so, ich will die gar nicht. Naja, gut. Okay. Also, Korb an Elias. Alle Frauen knutschen. Hier so, Ich glaube, mit Marc kann man nach dem Sex am besten kuscheln. So. Oh. Schmusli. Ja. Wie wär's mit Jurassica hier? Auf jeden Fall. Die wurde mir ja gar nicht zur Auswahl gestellt. Wir beide. Ja. Ich würde schon mitmachen, ja. Also ich sage ja immer... Ja, wir beide auch, oder? Ich sage ja immer ganz kurz, nach meinem Ehemann und James Franco kommt ihr sofort. Ehrlich? Ja, also ganz ehrlich. Das ist, danke. Ja, oh, wir danke. Bringen zusammen, was zusammengehört. Also doch das Herzblatt. Ja, sag ich doch. Jetzt Orte spielen wir mal. Fahrstuhl, Motorhaube, Toilette. Toilette, Sex, Fahrstuhl, Knutschen und Motorhaube, Korb. Jetzt wird es nochmal ganz knifflig. Okay. Ich bin eine sehr gute Verliererin. Ich habe mir harte Konkurrenz geholt. Denn Laura Karasek, Daniela Katzenberger oder Chiara Ohoven. Oh, jetzt mach nichts Falsches, Baby. Du willst doch deinen Song performen. Ja, das stimmt. Korb auf jeden Fall. Also zwei Körbe und einen Kuss. Von rechts nach links. Korb, Kuss. Ja, dann komm krieg ich mal ich her. Aber ein Fehlkuss. Danke. Natürlich. Oh mein Gott, was ist hier? Oh, wie schön. Also sowas, so stellt man sich seine Abende im Fernsehen auch nicht vor. Danke. Sehr gerne, du hast da was so. Im Mund jetzt. Ne? Wir würden gerne überziehen, ich möchte das nochmal machen. Ich wollte schon immer, oh Gott, ich bin jetzt noch aufgeregter. Jetzt habe ich ein bisschen Herzflatter. Ja, ich bin ja froh, dass du nicht Coitus bei mir gesagt hast. Das wäre problematisch geworden. Das Klo ist unten, sage ich nur. Ja? Also, da haben wir gleich zwei Wünsche erfüllt. Nun ist es so, du bist das hat kurz gedauert. Der war gut, sehr gut. Also ganz schön prollig ist das hier heute bei dir, muss ich sagen. Es wird gleich noch ganz intellektuell. Wir reden jetzt nämlich noch. Also seit 2018 trittst du auch als Straßenmusiker auf und gehst jetzt auf deine erste Tour. Ist es denn jetzt so, dass du sagst, Musik ist deine Leidenschaft? Also ist das sozusagen deine große Liebe, wenn man so will? Die Frage untermauert ja schon wieder das Prinzip, dass man irgendwas braucht. Ein Substitute, Und es ist kein Substitute. Musik ist etwas, was ich liebe und da kann ich ganz, ganz viel von mir reinpacken. Und ich habe Beziehungen mit Menschen. Ich habe innige Beziehungen mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit den Menschen. Die sind alle Teil meines Lebens. Man ist ja nicht allein, nur weil man halt nicht in einer überhaupt nicht, aber es wird einem suggeriert. Ja, genau. Aber das ist ja falsch einfach. Weil man kann nach außen einfach ganz klar sagen, das ist vollkommener Bullshit, dass man allein total. Aber du bist ja auch jemand, und das fand ich total clever, der auch sagt, es gibt dieses den einen Richtigen nicht. Mhm. Also das wird einem ja auch immer so vorgegeben, warte auf den Richtigen. Also das ist so ein Mythos, oder? Total. Ich glaube, man kann mit vielen Menschen... Mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen sehr viele verschiedene, unterschiedliche Sachen machen. Das stimmt. Mhm. Und deswegen spielen wir jetzt ein wunderbares Spiel, weltexklusiv, den Dirty Donskoy. Ach so, dafür gehen wir an die Bar. Wir dürfen nämlich trinken bei dem Spiel. Ach, wunderbar. Wow. Ja? Ich nehme das zur Sicherheit mal mit. Also, es ist so, Daniel spricht nicht nur Französisch, Englisch, Deutsch. Er spricht auch Russisch. Oh Gott, neben dir wirklich. Ja, das ist ja wirklich beschämend. Aber ich muss gerade mal meine Schuhe ausziehen, weil ich habe gerade einen Kampf in der Bade. Bitte zieh die Schuhe aus. Könntest du auf die Knie gehen, während du neben mir stehst, bitte? Also, Daniel, du sprichst Französisch, Englisch, Russisch und Hebräisch. Ja. Und wir möchten jetzt, du wirst Sätze sagen, da stehen sie. Geil.
die entweder versaut sind, also Dirty Talk, oder ganz normale Sätze. Und wir müssen raten, ist es was Versautes oder ist es was ganz Normales? Das sieht richtig lecker aus, möchte ich mal sagen. Das sieht aus wie das von den die blaue Flüssigkeit aus der Welt. Ja, so Mundspülung oder sowas. Okay. Werbungsperiode. Ja. Also wir müssen trinken, wenn wir falsch liegen. Mhm. Ja. Wir raten jetzt, ob es ist ob's schmutzig. Dirty Talk du nimmst schon mal das Glas schon mal. Okay. Okay. Мне очень плохо. Я сейчас усрусь. Das ist was Normales, glaube ich. Das ist normal. Er versucht es extra so. Extra sexy zu sagen, damit er uns auf die, ne? Weiß ich nicht. Okay, was heißt das? Mir geht es nicht gut, ich habe Magen-Darm. Oh. Ihr seid gut, muss ich dann trinken? Wir trinken trotzdem. Wir trinken trotzdem, okay. Ja, wir sind gute Verlierer. Ich habe einfach Durst. Oh, Minze. Alter. Schön. Sehr lecker. Naja, ja. Daniel, noch einer? Ja, sehr gerne. Schön laut. Ani sehen otach me'achora lakir. Das ist schmutzig. Das klang ein bisschen schmutzig. Aggressiv. Ja, Aggressiv ist es nur, weil es hebräisch war. Ani sehen otach me'achora lakir. Das heißt bestimmt sowas wie, ich möchte dich jetzt durchknattern oder so. oder? Fast. Ja? Ich fick dich gleich von hinten an die Wand. Oh, Feier. Ja, hat sich denn diese Sätze ausgedacht, ich Laura? Ich nicht. Die Redaktion. Nein. Ani raev, ani rotze basar. Ist auch was mit Sex. Auflösung? Ich glaube, es ist was Normales. Ich habe Hunger, ich will Fleisch. Ach so. Kann man so ein paar Sätze sein, aber ein halb. Keine halben Sachen, mein Schatz. Los. Ja. Wir haben heute viel gelernt über die modernen Geschlechterrollen. Gut, so ganz so weit sind wir leider noch nicht gekommen. Ich habe gerade aktuelle Zahl gelesen. 58% aller Männer haben schon mal ihren Namen in den Schnee gepinkelt. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Die EU-Kommissionspräsidentin ist weiblich. Das feiern wir jetzt. Ihr wart Hammer. Vielen Dank. Das war Zart am Limit, der Podcast mit Laura Karasek.